Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. Wundert euch nicht über das Geschwärzte hier, das ist Datenschutz, aber in diesem Video geht es jetzt darum, um euch zu zeigen, wie ihr Kontakte bei WhatsApp wiederherstellen könnt, wenn diese ja grundlos oder scheinbar grundlos verschwunden sind. Wenn ihr längere Zeit nicht mehr mit einem Kontakt geschrieben habt, dann kann der nach unten gerutscht sein. Das ist der einfachste Weg, guckt da mal. Wenn er aber wirklich nicht auffindbar ist, dann liegt es daran, dass das zum Beispiel nach einem Update oder so nicht mehr synchronisiert ist und dann müsst ihr die Kontakte einfach mal neu synchronisieren und das machen wir mal. Dazu geht ihr im ersten Schritt hier auf eure Kontakte-App und ja, ich habe jetzt so ein bisschen geschmerzt hier. Hier sehen wir 45 Kontakte habe ich da drin. Wir gehen hier auf die gepunktete Linie, sagen Ansicht anpassen, anpassen und alle anderen Kontakte und dann sagen wir speichern. Dann gehen wir in unsere WhatsApp rein. Klicken hier einmal drauf, dann öffnet sich hier dieses Fenster und hier gehen wir jetzt oben auf dieses Menü drauf, sagen aktualisieren, wir sehen hier 44 Kontakte, da sehen wir wirklich, es fehlt einer, aktualisieren, 45 Kontakte und die Kontaktliste wurde aktualisiert. Ich hoffe, das Video war informativ, wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben, bis dann, euer MacPaverick.